Rhein-Main-Kompass wird Ihnen präsentiert von der Frankfurter Sparkasse und der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen. Herzlich willkommen zum Rhein-Main-Kompass im März. Da tauchen manchmal neue Begriffe auf, die sich in Windeseile verbreiten und plötzlich in aller Munde sind. So geschehen mit den neuen Start-up-Unternehmen in der Finanztechnologiebranche, genannt Fintechs. Passt gut zur Stadt der Banken. Denn nicht nur die EZB hat hier ihren Sitz, auch jedes andere Kreditinstitut, das etwas auf sich hält, hat zumindest eine Dependance in Manhattan. Kurzum, der Standort Frankfurt ist vor allem auch ein Finanzstandort. Bevor wir zum eigentlichen Thema der Sendung und den Fintechs kommen, schauen wir zunächst, wie der Standort von den ansässigen Unternehmen derzeit bewertet wird. Seitdem die neue Fintech-Branche verstärkt im Blickpunkt steht, hat die Diskussion um den Standort Frankfurt als Finanzplatz an Fahrt aufgenommen. Ist das angemessen? Nein, das ist völlig oder zumindest etwas übertrieben, sagen insgesamt 30% der Befragten, während die Mehrheit, nämlich 54%, die derzeitige Diskussion als angemessen empfindet. Mit dem Ballungsraum Rhein-Main als Standort ihres Unternehmens zeigten sich der aktuellen Umfrage zufolge 2 von 3 Befragten sehr zufrieden und weitere 31% bezeichneten den Standort als eher gut. Bleibt der Blick auf die Erwartungen an den Standort. 83% der Befragten waren hier der Meinung, der Standort wird ähnlich attraktiv bleiben und 9% waren sogar von einer Verbesserung überzeugt. Der Standort zeigt sich stabil und scheint ein perfektes Pflaster für Jungunternehmer zu bieten. Umso ärgerlicher, dass ausgerechnet die Start-up-Unternehmen aus der Fintech-Branche in letzter Zeit vor allem in Berlin wie Pilze aus dem Boden schießen, nicht jedoch in Frankfurt. Das könnte sich aber schon bald ändern. Michael Heide auf den Spuren der Revolution in der Finanztechnologie. Runder Tisch zum Thema Finanztechnologien, kurz Fintechs und ihre Zukunft in der Mainmetropole, heute im Frankfurter Römer. Wie wichtig der Stadt ihre Finanzbranche ist, kann man nicht nur daran erkennen, dass die Veranstaltung im Magistratssaal des Rathauses stattfand, sondern auch an den illustren Teilnehmern. Neben den Vertretern der Fintech-Branche waren etwa auch Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann und Wirtschaftsdezernent Markus Frank gekommen, um sich über den Stand der Dinge zu erkundigen und um jungen Start-up-Unternehmen den Standort Frankfurt schmackhaft zu machen. Aber was genau sind Fintechs überhaupt? Fintechs ist eine neue Kombination aus Technologie und Finanzen. Es ist notwendig, dass bestehende große Player sich mit Hilfe neuer Technologien effizienter aufstellen, kundenorientierter aufstellen. Frankfurt als das Finanzzentrum in Kontinentaleuropa, die Stadt des Euro. Dort müssen Fintechs hin. Fintechs, die es vermögen, die Industrie in die Zukunft zu begleiten. Finanztechnologie ist auf dem Vormarsch, auch gerade deswegen, weil unsere ganze Wirtschaft durch die Digitalisierung mehr oder weniger revolutioniert wird. In dieser Hinsicht ist auch natürlich dieses Segment sehr stark entwickelt in der Zwischenzeit, weil eben Finanzdienstleistungen mit Technologie miteinander verbandelt werden und an sowohl B2B als auch an die Endkunden weitergegeben und dieses eben mit modernen, auch zum Beispiel soziale medienkonformen Lösungen. Deswegen ist dieses ein interessanter Trend und bietet auch noch Zukunftspotenzial natürlich. Startups in der Fintech-Branche sollten sich also gerade in der Bankenmetropole Frankfurt besonders wohlfühlen, sollte man meinen. Und trotzdem hat sich bislang eher Berlin einen Namen in der Sache gemacht. Dort gibt es bereits knapp 50 Fintech-Unternehmen, in Frankfurt dagegen noch nicht mal ein Dutzend. Das liegt einfach daran, dass erstens Frankfurt über einen etablierten Finanzsektor verfügt. In Berlin hat sich jetzt als Start-up-Szene in den letzten Jahren gut entwickelt, allerdings von relativ niedrigem Niveau. Insofern war das hier sozusagen nur ein Aspekt unter vielen, aber es entwickelt sich deutlich und wir haben es heute auch festgestellt, wir müssen eigentlich nur ein bisschen mehr die Argumente zusammenzählen und auch Vergleichbarkeit schaffen und dann denke ich, werden wir nicht nur numerisch, sondern auch qualitativ in dieser Hinsicht Berlin überholen können. Nicht nur die Fintech-Macher, sondern auch die Förderer aus Politik und Wirtschaft wollen in Zukunft alles daran setzen, die Bankenstadt Frankfurt auch zum wichtigsten Standort der neuen Finanztechnologiebranche zu machen. Zunächst soll dazu ein sogenanntes Fintech-Center entstehen, also ein gemeinsamer Standort, an dem die Fintech-Pioniere ihre Ideen austauschen und gemeinsam an einem Strang ziehen können.
Ein interessantes Thema, doch ist der Rummel um die Rebellen in der Region gerechtfertigt? Das möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Im Studio begrüße ich Dr. Thomas Bloch, Vorstand und Gründer der Warmo Finanz AG, Dr. Roland Kirchhoff, Vorstand der Business Angels Netzwerk Deutschland e.V. und Dr. Sebastian Schäfer, er ist Leiter des Goethe-Unibator der Universität in Frankfurt. Ja, guten Abend, meine Herren. Wir haben eben schon relativ viel über die Rebellen gehört. Jetzt würde mich interessieren, Gründerzentrum Goethe-Universität Frankfurt. Wie viele Start-ups betreuen Sie dort derzeit und wie viele sind tatsächlich aus der Finanztechnologiebranche? Wir betreuen zurzeit etwa 15 Start-ups und etwa 30% davon sind Fintechs. Also ist ein, sagen wir mal, schon deutlicher Anteil, aber jetzt nicht so, wie man es vielleicht gedacht hätte, dass es der Hauptanteil tatsächlich aus dieser Branche ist. Wie sieht es denn deutschlandweit bei den Business Angels aus? Sie unterstützen ja auch Start-up, indem sie Investoren suchen für die richtigen Unternehmen. Wie stellt sich denn die Situation deutschlandweit dar? Also 30% wäre ja, wenn das deutschlandweit wäre, ein ganz toller Prozentsatz. Kann man sie nur beglückwünschen. Nein, bislang ist Fintech eigentlich eine minimale Größe unter den innovativen Gründungsunternehmen. Ich glaube, am besten deutlich machen lässt sich das an den Zahlen des Heite-Gründerfonds. Das ist der größte Seedfonds in Deutschland. Der hat zurzeit 270 Unternehmen im Portfolio und davon sind sage und schreibe 4 aus der Fintech-Branche. Also das ist ein bisschen mehr als 1%. Und die sind auch erst in den letzten beiden Jahren zum Heite-Gründerfonds gekommen. Da mag es vielleicht früher auch schon mal welche gegeben haben. Aber das ist das aktuelle Portfolio. Und ähnlich sieht es auch bei dem, was wir über Business Angel wissen, aus. Da gibt es zwar keine exakten Zahlen, weil es ein informeller Markt ist, aber wir haben einen Dealflow bei Band, also bei Business Angel Netzwerk Deutschland, der aus ganz Deutschland eingeht, wo sich also Unternehmen bewerben, um vor den Netzwerken in Deutschland sich präsentieren zu können. Und der beträgt etwa 600 im Jahr und davon sind auch immer nur einige wenige aus dem Bereich Fintech. Also es ist bis jetzt noch eine sehr kleine Branche, aber es könnte eine sehr wichtige sein, weil sie möglicherweise eben das, was bisher im Bankensektor vorhanden ist, ins Wanken bringt. Das ist das Thema. Ja, das wollen wir doch jetzt mal vom Rebellen selber hören. Wird das Bankensystem ins Wanken geraten? Wie sieht das aus, Herr Bloch? Also ich glaube, es gibt fundamentale Veränderungen, technologische Möglichkeiten, die es vor vielen Jahren noch nicht gibt. Und ich glaube, was ganz wesentlich ist, ist das sich ändernde Kundenverhalten, dass Privatpersonen wie auch Firmen es einfach gewohnt sind, wie bei anderen Dienstleistungen auch, sich online zu informieren, Dienstleistungen online zu beziehen. Und das gibt ganz viele Möglichkeiten und da muss man einfach Geschäftsprozesse, Produkte, auch wie man mit dem Kunden umgeht, einfach ganz neu denken. Und das gibt natürlich viele Möglichkeiten für etablierte Player, aber auch gerade für neue Unternehmen, die einfach da sehr viel schneller und agiler sind, eben solche neuen Konzepte umzusetzen. Fühlen Sie sich denn in Frankfurt wohl? Denn das haben wir ja im Beitrag so ein bisschen gesehen. Die meisten zieht es nach Berlin. Kreative Köpfe sind weniger in Frankfurt zu finden als mehr in Berlin. Sie fühlen sich wohl? Wir fühlen uns absolut wohl. Wir haben auch nicht das Gefühl, dass wir bisher einen Nachteil dadurch hatten, hier in Frankfurt zu sein, wo, sage ich mal, was Gründung, was Startups angeht, sehr viel in Berlin passiert. Wir sind aber gleichwohl natürlich sehr gut vernetzt mit anderen Startups, mit Investoren aus der Branche in Berlin, aber auch in London oder auch in anderen Städten. Herr Schäfer, sehen Sie denn Frankfurt als einen guten Standort für Unternehmensgründungen? Selbstverständlich sehe ich den als einen guten Standort. Wir haben in der Region, nicht nur in Frankfurt, sondern in der gesamten Region, haben wir ganz gute Voraussetzungen. Und für den Finanzplatz Frankfurt natürlich, wie schon auch angemerkt, mit den ganzen Playern auch die relevanten Kunden, Partner. Also insofern sind wir da ganz gut aufgestellt. Wir haben mit den Universitäten sozusagen einen relevanten Talentpool, der auch nicht zu vernachlässigen ist. Man muss aber auch sagen, dass natürlich an der einen oder anderen Stelle noch gearbeitet werden muss, dass im Sinne der Vernetzung, der Sichtbarkeit des Standorts noch einiges geleistet werden muss, damit auch die relevanten Player, die so für das Ökosystem relevant sind, wie die Investoren, die weltweit operieren, dass die auch stärker auf Frankfurt aufmerksam werden.
Ist es denn jetzt so, dass diese Fintech-Branche tatsächlich etwas ist, was die Wirtschaft stärken kann? Herr Kirchhoff, ich frage Sie das erstmal wieder deutschlandweit gesehen, denn bei dieser Finanztechnologie geht es ja nicht nur jetzt ums Bankengeschäft, sondern es geht ja tatsächlich auch um Versicherungsbranche. Da gibt es ja verschiedene Bereiche, die damit ja eigentlich dem User alles erleichtern sollen. Ist das denn tatsächlich etwas, was die Wirtschaft nach vorne bringen kann? Mit Sicherheit bringt es ganz neue Geschäftsmöglichkeiten und damit bringt es natürlich auch die Wirtschaft nach vorne. Und es gibt Umbrüche, das heißt, andere, die bisher am Markt sind, werden Schwierigkeiten haben, sich zu behaupten. Wie das insgesamt ausgeht, weiß noch kein Mensch. Es gibt ja Leute, die behaupten, die IT-Industrie wird dazu führen, dass es große Massenarbeitslosigkeit irgendwann geben wird. Keiner weiß das wirklich genau. Da wäre ich einfach vorsichtig mit einer Prognose. Aber sicher ist, das, was kommen wird, wird kommen. Da gibt es keinen Zweifel. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Wir werden künftig praktisch im Wesentlichen online tätig sein. Und das wird dazu führen, dass diese Branche große Aussichten hat. Also jetzt bin ich ja tatsächlich, muss mich jetzt mal outen, ich bin sehr konservativ. Also ich habe gerne jemanden vor mir sitzen, der mir sagt, so, Sie können jetzt das und das mit Ihrem Geld machen oder Sie können da und dahin reisen. Also ich schließe nicht gerne online was ab. Wie würden Sie denn so jemanden wie mich jetzt davon überzeugen, dass Warmo genau das richtige Anlagenkonzept für mich hat? Ja, ich denke, der Vorteil ist, dass wir rund um die Uhr für Sie da sind, dass wir ein vermeintlich sehr komplexes Produkt, nämlich die Kapitalmarktanlage, für Sie sehr einfach gestalten und weitestgehend auch die Prozesse, die im Hintergrund laufen, für Sie automatisieren, dass Sie sich eigentlich auf das Wesentliche konzentrieren können. Was wollen Sie mit Ihrem Geld erreichen? Was wollen Sie da machen? Und sehr viel einfacher und sehr viel schneller an dieses Thema herangeführt werden, als das, sage ich mal, in einer klassischen Beratung der Fall ist. Aber könnte ich denn bei Ihnen auch jemanden anrufen? Ja. Also würde ich zu einem tatsächlichen Menschen Kontakt haben können. Genau, das ist uns sehr wichtig und das ist auch unseren Kunden sehr wichtig. Also wir haben in der Tat einen Kundenservice, das heißt, Sie können uns per E-Mail, per Telefon und per Live-Chat erreichen. Mhm. Die Kunden nutzen das auch und wir sehen da sehr, sehr positive Resonanz und sehen auch, dass hier der persönliche Kontakt auch Vertrauen schafft und auch die Kunden dadurch auch stärker an uns bindet. Das ist ja schon mal was, dann sind die Arbeitsplätze vielleicht doch nicht so ganz stark gefährdet, wenn es da doch immer noch den Menschen gibt, der letztendlich ja einfach als Ansprechpartner fungiert, richtig? Ja, das ist ja ohnehin ein Thema, das im Moment die Runde macht, generell auch beim E-Commerce, das Multi-Channel-System. Das heißt, dass man eben über mehrere Wege zum Kunden kommt und der Kunde auswählen kann, aber auch der Kunde die Chance hat, eben zwischen den Wegen zu wechseln. Das alles baut sich auf und ich glaube, das wird im Finanzwesen ähnlich passieren. Wir hatten gerade darüber gesprochen, was die Fintechs für die Wirtschaft bedeuten. Und das ist eine Frage, die wir natürlich auch den Unternehmen hier in der Region gestellt haben. 410 Unternehmen sind befragt worden nach der Bedeutung der Fintechs bzw. deren Ansiedlung hier in der Region. Und wir schauen uns das Ergebnis an. 22% der Befragten sprachen den Gründerunternehmen im Bereich der Finanztechnologie eine hohe Bedeutung für die Wirtschaft im Allgemeinen zu. 43% sahen deren Bedeutung als eher hoch an und zusammengefasst 21% gaben die Antwort eher gering bzw. gering an. Also das ist ja schon mal, finde ich, ein sehr deutliches Statement aus der Region für die Fintech-Unternehmen. Ist das etwas, Herr Schäfer, was sich Ihnen auch so darstellt, dass Sie sagen, das ist etwas, was wir hier brauchen und was unseren Standort weiterbringt? Selbstverständlich. Also ich glaube, dass neben der Tatsache, dass natürlich viele Applikationen für verschiedenste Bereiche in Unternehmen relevant sind, auch Fintech als Thema, als Positionierungsthema für den Standort relevant ist. Ja. Wir haben weitere interessante Cluster, interessante Industrien hier in der Region. Aber gerade das, was wir eben so erleben, auch global mit der Aufmerksamkeit in Bezug auf Fintech, ist das eine ganz gute Möglichkeit, sich hier aufzustellen und sozusagen diese begonnenen Bemühungen jetzt fortzusetzen und darauf aufzubauen. Deswegen ist das ganz relevant.
Also die Stadt hat ja offensichtlich auch ein großes Interesse dran, Zentren zur Verfügung zu stellen, wo sich diese jungen Start-up-Unternehmen ansiedeln können. Die Deutsche Börse ist da jetzt auch mit eingestiegen. Was sagen Sie jetzt tatsächlich als Start-up-Unternehmen? Gut, Sie sind jetzt schon ein bisschen länger im Geschäft. Ich glaube, seit einem Jahr etwa sind Sie jetzt dabei. Welche Unterstützung brauchen Sie denn von der Stadt? Was ist für Sie denn wichtig? Also ich glaube, was sehr wichtig ist, ist ein enger Austausch mit anderen Unternehmen, um Ideen weiterzuentwickeln. Es ist ein sehr enger Austausch mit potenziellen Kunden, Privatkunden, aber auch in unserem B2B-Geschäft auch klassischen Banken. Sehr enger Austausch, was relevante Expertise im Technologieumfeld angeht. Und ich glaube, gerade dieser Austausch ist eigentlich das, was ein Ökosystem ausmacht, dass Leute mit den verschiedensten Hintergründen, mit den verschiedensten Erfahrungen wirklich auf engem Raum zusammenarbeiten und nicht nur in einer Firma, sondern weil sie, auch ganz plastisch, wenn sie mal einen Kaffee trinken gehen, auf jemanden treffen, der einfach ähnliche Interessen oder andere Erfahrungen hat, sich durch den Austausch ergänzen und dadurch neue Dinge entstehen. Und gerade dieser enger Austausch ist eigentlich in jeder Unternehmensphase sehr wichtig, für uns als Gründer, aber auch für jeden unserer Mitarbeiter. Sind denn eigentlich die Fintechs die neuen Banken? Kann man das so sagen? Also ich würde sagen, wenn ich mal ein paar Jahre nach vorne gucke, wird es keine Unterscheidung mehr geben zwischen Fintech und Banken. Also ich meine, Banken, der Technologieanteil bei Banken ist heute schon sehr hoch. Da wird es keine Unterscheidung mehr geben. Da wird es dann ein Feld geben mit einer Reihe von etablierten Spielern, aber es wird dann auch verstärkt werden durch eine ganze Reihe von neuen Spielern, die es entweder heute schon gibt oder die es vielleicht jetzt erst in den nächsten Jahren auch entstehen werden. Aber letztendlich muss man ja sagen, Herr Schäfer, ohne Banken geht es ja gar nicht. Weil ich kann das Geld ja nicht zu Hause irgendwo liegen haben und dann gucke ich, bei welchem Fintech-Unternehmen ich jetzt eine Anlage tätige. Die Bank muss dabei bleiben. Naja, manche würden vielleicht sowas behaupten wie Banking, ja, Banken nicht unbedingt. Ich glaube, dass es gewisse Grundfunktionen geben muss. Aber ob die von traditionellen Banken angeboten werden oder von Technologieunternehmen, die sich auch gerade in dem Bereich ausbreiten, das sei mal dahingestellt. Da will ich auch keine Prognose wagen. Mhm. Aber ich glaube, die Dienstleistung, von wem die kommen, das ist eine offene Frage. Mhm. Da gerade vielleicht einhaken kann. Gerne. Also es ist so, dass die meisten Fintech-Startups heute mit Partnerbanken zusammenarbeiten, um einfach bestimmte Geschäftsprozesse nicht komplett neu entwickeln zu müssen und vor allem auch, was die regulatorischen Themen angeht, sich da nicht von Anfang an, den ganzen Aufwand und die Komplexität aufzubinden. Aber man sieht jetzt schon die ersten Startups weltweit, aber auch in Deutschland, die den Schritt gehen, eine eigene Banklizenz zu beantragen und dann selber zur Bank werden. Oh. Damit sind dann auch diese Fintech-Unternehmen irgendwann Banken. Also es wird sicherlich eine gegenseitige Durchdringung geben. Die Banken werden Fintechs aufkaufen oder innerhalb ihrer Systeme sozusagen Fintechs entwickeln. Und umgekehrt werden Fintechs sich zu Banken entwickeln. Am Schluss, da stimme ich Ihnen vollkommen zu, wird man das kaum mehr unterscheiden können. Aber es wird sicherlich die Struktur anders aussehen, als sie heute aussieht. Das glaube ich schon. Jetzt ist es ja so, die Business Angels, die haben ja sich zur Aufgabe gemacht, Investoren zu finden für Start-up-Unternehmen. Was würden Sie denn sagen? Wie ist denn gerade in dieser Fintech-Branche die Investitionsbereitschaft bei den Anlegern, möchte ich sie jetzt mal nennen? Ich glaube, prinzipiell ist sie sehr gut. Sie ist vorhanden bei den Business Angels. Also Business Angels investieren selbst. Das ist ja ihr Thema. Sie haben sie haben zwei Flügel. Im einen haben sie Geld, das ist immer nötig. Und im anderen haben sie unternehmerisches Know-how, womit sie ebenfalls die Start-ups unterstützen. Also sie investieren selbst. Und natürlich sind Fintechs eine interessante Branche. Das Problem ist, sich nur auf Fintechs zu spezialisieren, ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil es im Moment noch zu wenig auf dem Feld gibt. Insgesamt in Deutschland schätzt man 250. Da ist es etwas schwierig, sich dann die geeigneten so auszusuchen, dass man etwa 4-5 Mal in den nächsten 3-4 Jahren investieren kann. Da komme ich noch mal ganz kurz auf das Thema unserer Sendung zurück. Rummel um Rebellen bei 250 deutschlandweit und gerade mal einem Dutzend, was wir in Frankfurt haben. Ist es ein Rummel, der gerechtfertigt ist bei uns in Frankfurt? Sind die Fintechs so wichtig für unsere Region, dass man wirklich sagt, ja, wir machen da alles, um den Standort hier für die Fintechs zu stärken?
Also ich glaube, wir haben ein bisschen mehr als ein Dutzend. Und zum Zweiten ist das einfach ein wichtiges Thema, auch im Sinne der Zukunftssicherung für die Arbeitsplätze und einfach der richtige Zeitpunkt. Ja, hier sozusagen dieses Thema sozusagen in die Öffentlichkeit zu tragen. Mhm. Und der Rummel, der kann ja förderlich sein. Also wir sehen mit der Initiative des Landes und der Stadt jetzt hier ein Zentrum in Frankfurt zu etablieren, das schlägt Wellen. Ja, und das ist interessant, um sozusagen auch hier mehr und mehr Player an den Tisch zu bekommen und gemeinsam daran weiterzuarbeiten. Deswegen glaube ich, und da wird mir wahrscheinlich jedes Startup auch zustimmen, nicht genügend Rummel haben. Ne? Also ich würde gerne was dazu sagen. Also man muss, glaube ich, etwas differenzieren. Erstens, die sonstige Wirtschaft, der ist es relativ egal, glaube ich, wo die Fintechs sitzen, weil die ja online arbeiten. Die können sitzen wo immer. Ja. Was den Standort angeht, die Standortpolitik, ist das sicherlich ein wichtiges Thema, weil wir wahrscheinlich am Anfang der Entwicklung in Deutschland stehen. Wir liegen ja ein bisschen, wie das manchmal so ist, hinterher. In den USA gibt es natürlich viel, viel mehr Fintechs. Und wir werden auch in der nächsten Zeit sehen, dass noch viele, viele neue Fintechs auf den Markt kommen. Und da geht es natürlich darum, wo starten diese Fintechs. Insofern ist es richtig, sich als Standort Gedanken zu machen, wie kriegen wir die nach Frankfurt zum Beispiel. Und ein drittes, allein deswegen, weil Frankfurt Bankenplatz ist, kommen die Fintechs meiner Meinung nach nicht hierher, denn da gibt es doch Mentalitätsunterschiede. Fintechs haben Hemd und keine Krawatte an. Banker haben wie ich, obwohl ich kein Banker bin, eben einen Anzug und eine Krawatte an. Und das ist nicht nur ein Mentalitätsunterschied, sondern das sind viele, viele Dinge, die beide Seiten unterscheiden. Und deswegen wird es ein bisschen auch dauern, bis man zueinander kommt. Wir haben natürlich auch gefragt, wie die Investitions- und Kooperationsbereitschaft der Unternehmen hier in der Region in Bezug auf Fintech ist. Deswegen habe ich Sie eben mal so ein bisschen kitzeln wollen, ob dieser Rummel denn gerechtfertigt ist. Und das ist eine ganz interessante Auswertung, die wir da haben. Denn für 41% der Unternehmer und Manager kommt eine Zusammenarbeit oder Investition für ihr jeweiliges Unternehmen nicht in Frage. Für 34% ist es durchaus eine Option. Weder für die eine noch für die andere Antwortmöglichkeit konnten oder wollten sich 25% der Teilnehmenden entscheiden. Also, das heißt, 41% sagen ganz klar, wir finden Fintechs gut, aber wir wollen nicht unbedingt investieren oder mit Fintech kooperieren. Nur 35% sagen, ja, für uns kommt da durchaus eine Zusammenarbeit in Frage. Was sind das? Was machen diese Werte mit Ihnen, wenn Sie das so hören, als hier in Frankfurt ansässiges Fintech-Unternehmen? Also ich glaube, erstmal muss man sich, glaube ich, da die Finanzindustrie erstmal angucken. Und was wir da sehen, ist eigentlich, dass alle Unternehmen sich 2014 sehr intensiv mit dem Phänomen Fintech beschäftigen. In 2014 sicherlich den Fokus darauf gelegt haben, zu verstehen, wie arbeiten die, was für Geschäftsmodelle entstehen die. Mhm. Seit 2015 vermehrt darüber nachdenken, wie stellen wir uns selber aus und wirklich konkret auch an Kooperationen oder Investments arbeiten, und da gibt es eigentlich kein großes Finanzunternehmen, was eben nicht sehr aktiv in dem Bereich unterwegs ist oder auch schon erste Kooperationen mit Fintechs geschlossen hat. Wenn man sich das global anschaut, dann kann man auch gut sehen statistisch, dass die Bereitschaft der Banken, sich eben für Partnerschaften, für Interaktionen zu öffnen, wirklich sprunghaft angestiegen ist. Also war das noch 2012 bei etwa 30%, sind so die jüngsten Zahlen bei knapp 70%. Und da sieht man eben auch, wie in der Industrie jetzt auch dieser Wandel stattfindet. Und ich denke, das, was Sie angesprochen haben, ist ganz richtig. Diese Öffnung impliziert auch in gewisser Weise einen Mentalitätswandel, zu verstehen, wie Kulturen, wie Startups funktionieren, wie die ticken. Und das ist ein Prozess, der noch lange nicht am Ende ist. Also ich glaube auch, dass man diese Umfrage ein bisschen differenziert betrachten muss. Hätte man gefragt bei den Banken, habt ihr Interesse zu investieren, wären das wahrscheinlich 100%. Ja.
Während bei der allgemeinen Wirtschaft es natürlich nicht so ist, dass sie unbedingt in Fintechs investieren wollen. Da muss man erst mal fragen, investiert ihr überhaupt in Start-ups? Das tun ja die meisten Unternehmen eher nicht. Und deswegen kann man diese Umfrage nicht so ganz in Gewichten, glaube ich, sondern da hätte man die Banken fragen müssen, meiner Meinung nach. Lassen Sie uns abschließend noch mal über die Impulse sprechen, die die Fintech-Branche geben kann. Das haben wir auch gefragt. Unsere Unternehmen hier in der Region haben folgendermaßen geantwortet. Und zwar ganz oben steht der IT-Sektor mit 94%, die Kreativwirtschaft mit 78%, Handel und Dienstleistungen mit 70%, Telekommunikationssektor 67%, Wissenschaft bzw. Hochschulen 60%, Immobilienwirtschaft 53% und das Schlusslicht bildet die Kulturwirtschaft mit 41%. Ich finde, das sind sehr, sehr gute Werte, die auch sehr breit aufgestellt sind. Das heißt, das ist für mich wiederum so eine Auswertung, wo man sagt, ja, holt die Fintechs nach Frankfurt. Die Rebellen, die sollen mal hier schauen, dass sie die Finanztechnologie richtig auf die Füße stellen, weil wir einfach in der Region was davon haben. Ist das so? Ja, ich denke, das ist ganz klar so. Ich glaube, die einzelnen Fintech-Unternehmen sind noch relativ klein. Also Warmo selbst hat rund 20 Mitarbeiter. Aber wir nutzen natürlich viele Dienstleister. Also wir nutzen eine ganze Reihe Freelancer im IT-Bereich, wir nutzen Agenturen, wir arbeiten mit Marketingagenturen zusammen. Also ich glaube schon, dass das nicht der Effekt nicht nur auf die Banken oder auf die Fintechs beschränkt ist, sondern schon auf auch andere Industriezweige oder Dienstleistungszweige. Herr Schäfer, vielleicht können Sie uns abschließend ganz kurz sagen, wie sehen Sie die Zukunft des Standortes in Bezug auf die Fintech-Startups? Ich verspreche mir von dieser aktuellen Initiative wirklich einen ganz wichtigen Impuls, dass es einfach gelingt, sozusagen die relevanten Leute hier auch nach Frankfurt zu bringen, nicht nur aus dem engen regionalen Umkreis, sondern eben auch Deutschland oder vielleicht sogar international, das wäre eine tolle Sache. Und unsere eigenen Erfahrungen, die wir im Rahmen von Events, Konferenzen jetzt mit Israel auch gemacht haben, zeigen, dass es durchaus ein Interesse gibt, mit den Kunden hier vor Ort zu sprechen. Und ich sehe das als eine ganz schöne Chance, wo man darauf aufbauen kann und hoffentlich dann den Rummel weiter befeuern kann. Herr Kirchhoff, ein abschließendes Wort von Ihnen. Ja, ich glaube, dass die Ansätze gut sind. Dennoch sollte man darüber nachdenken, ob man nicht noch mehr auf die private Seite schauen sollte. Berlin lebt ja nicht von der öffentlichen Förderung, sondern lebt von den privaten Initiativen. Und da sitzen zum Beispiel die sogenannten Company Builder, die eben auch Fintechs hervorbringen. Etwa Finlieb hat 7 Fintechs im Portfolio. Oder Rocket Internet hat das zumindest als eine der Branchen, die sie sich vorgenommen haben. Das heißt, darüber sollte man nachdenken, kann man solche Company-Builder entweder nach Frankfurt bringen, einen gibt es ja schon, Fintech GmbH, oder können die da Zweigstellen errichten, um diesen privaten Drive reinzubringen, weil der meist dann doch noch ein bisschen schneller funktioniert als der öffentliche. Wir werden es in der Region mit Sicherheit im Auge behalten. Herzlichen Dank, meine Herren, für diese sehr kurzweilige Diskussionsrunde. Bei Ihnen bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Die ausführlichen Ergebnisse, die können Sie wie immer auf der Homepage der Frankfurter Sparkasse und der Homepage von Rhein-Main-TV einsehen. Beim nächsten Mal geht es bei uns um Wirtschaftskriminalität. Bestimmt spannend. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Machen Sie es gut. Tschüss.